Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder mal in den Alpen. Ihr seht es an den Bergen, wir sind auf unserer wunderschönen Alpenmap Neumini Brunnen und ich möchte heute nochmal auf was hinweisen, weil der Modder hat ja hier auch was Besonderes gemacht hier auf der Map und nochmal danke an Top Ace hier auch für das Update. Wir spielen jetzt die Version 1.0.6.0 und soweit funktioniert alles, also kein neuer Spielstand nötig. Aber was noch ganz, ganz wichtig ist, das wollte ich euch auch mal erzählen, wenn man jetzt nicht in die Map-Beschreibung guckt, gibt es ja Folgendes. Und zwar, wenn ihr unter hier den allgemeinen Einstellungen geht und zwar die Infopunkte ein- und ausschaltet, dann bekommt ihr nämlich hier auf verschiedenen Stellen auf der Map so ein Fragezeichen. Da drüben haben wir das auch. Im Kuhstall ist das auch. Und warum? Weil hier der Modder natürlich noch mal ein bisschen was reingeschrieben hat, was wichtig ist. Zum Beispiel, dass man hier die Bordsteine auf dem Gelände auch abreißen kann oder dass es ja noch ein Bauland gibt oder eben für das Bauland man eine Baumfräse benötigen. Und wir erinnern uns, wir haben ja noch ein Bauland, wo wir bearbeiten müssen, oben an der neuen Wiese. Und da müssen wir mal schauen, was wir dann dort alles platzieren. An anderer Stelle hier vielleicht im Video. Dann hier verschiedene Informationen zur BGA, zum Support und zum Beispiel auch zur Fütterung, dass man auch Ackergras den Hühnern geben kann. Also solche Informationen findet ihr hier extra vom Modder unter dem Fragezeichen. Okay, das soll es erstmal für diesen kleinen Hinweis gewesen sein. Was wollen wir heute machen? Ja, ich habe mir hier einen Mod hingestellt, wie ihr seht. Der war die letzten Tage im Mod-Hub und zwar funktioniert das Ganze ähnlich wie ein Palettenlager bzw. ein Ballenlager. Ihr bringt hier eure Paletten zum Beispiel mit Siliermittel oder mit Herbizid oder Flüssigdünger hierher und dann legt ihr das ab und er packt es hier wunderschön rein. Und so könnt ihr es dann auch wieder entsprechend hier rausholen. Also zum Beispiel Herbizid einmal, dann poppt das Ding hier auf und ihr könnt es dann eben verwenden. So, ich brauche es gerade nicht, deswegen stellen wir es wieder rein. Das Ganze gibt es dann eben für flüssig und eben auch dann für Paletten. Jo, fand ich eine gute Idee. Denke ich, wird sich häufiger jetzt auf meinen Maps finden, weil so hat man wenigstens das Material weg. Und ihr wisst ja, wie das immer war. Immer steht irgendwo was rum und man weiß nicht, wohin damit. So, weg ist es und dann ist es sauber eingeräumt. Sehr schön. Wir fahren jetzt mit dem Glas, ich denke ein letztes Mal, nochmal zur Arbeit, denn auch das wird demnächst anstehen. Wir müssen mal hier unseren gesamten Fuhrpark durcharbeiten und mal schauen, was überhaupt noch wichtig ist und was wir brauchen und was wir nicht brauchen oder was wir jetzt mal austauschen. Da gibt es ein paar Dinge, zum Beispiel auch mit diesem Glas bin ich nicht ganz so glücklich, weil man immer, wenn man eine Geräte oder Geräte vorne befestigt, dann muss man auch immer erstmal wieder durchschalten, damit man dann auch hier arbeiten kann, denn so hat man dann immer das Problem. Gut, müssen wir mal schauen. Dann muss ich mal checken, was hiermit los ist. Denn interessanterweise, hier funktioniert diese Förderschnecke, dieses Förderband. Ich habe das Ganze auf unserem anderen Projekt, nämlich auf der Butcher, mal probiert. Kriege ich irgendwie nicht hin, die Silage. Die Silage aus dem Bunker jedenfalls rauszubekommen mit so dieser Förderschnecke. Und eigentlich müsste das ja mit allem funktionieren. Hier funktioniert es jedenfalls wunderbar mit dem Mist. So, jetzt aber mal los, was ich eigentlich heute machen wollte. So, hier drüben habe ich das andere Regal, dann für Paletten. Und zwar müssen wir mal den Mais hier wegbringen. An unserem Schrebergarten. Und das Witzige ist nämlich, in der Vergangenheit, ihr habt es vielleicht mal gesehen auf der Galgenberg, da konnte ich diese Paletten, weil ich habe da einen Mod drauf, damit ich die anheben kann, das geht aus irgendeinem Grund nicht mehr. Plötzlich sind neue Paletten gespawnt und die kann ich jetzt nicht mehr anheben. Das gleiche gilt auch für die anderen Produkte. Warum, wieso, weshalb, ich weiß es wieder nicht. Irgendwas muss wieder passiert sein, ein Update oder ich habe irgendeinen Mod entfernt. Aber eigentlich bin ich der Meinung, es müsste alles da sein. Okay, ist aber auch nicht so weiter schlimm. Jetzt müssen wir es halt dann tatsächlich hier mit dem Kollegen machen. Und wie man das am besten macht, jo, wartet mal. Wir brauchen ja natürlich auch einen Anhänger, wo wir das Ganze dann reinkippen. Denn hier haben wir ja den Kipper, den Strautmann. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Schlepper.
Und da holen wir dann den kleinen, in Anführungszeichen, den kleinen Valtra, hat ja auch schon über 200 PS. Ich habe ja dann hier extra noch einen weiteren Strautmann geholt, damit wir dann eben auch die ganzen, ja, ich will ja wie gesagt zukünftig dann, dadurch, dass wir jetzt diesen neuen Mod hier haben mit diesen Regalen, will ich eben auch dann mehr wieder zum Händler fahren und dort das Material holen. Das Verbrauchsmaterial, was wir so alles brauchen, nämlich Dünger, Herbizid oder eben Siliermittel und andere Paletten, die wir dann eben einlagern. So, wo fahre ich wieder hin vor lauter Gequatsche? Ich wollte ja natürlich den Strautmann holen. Hey, verbiebsch. Jo. So, in der Zwischenzeit bin ich ja mit den beiden Feldern soweit fertig, wo wir ja den Weizen abgeerntet haben. Hab auch bereits die Ballen reingeholt und auf dem kleineren Feld habe ich mit dem Xerion, deswegen steht er ja auch hier vor dem großen Pöttinger, habe ich das Strohlose eingefahren und soweit sind die Felder und die Ernte erstmal abgeschlossen. Und bei Gelegenheit müssen wir uns dann Gedanken machen, wie es weitergeht, denn ich glaube, wir sollten auf jeden Fall Raps ansehen. Sudele. Und das Raps, den können wir auf jeden Fall schon in diesem Monat ansehen. Also das steht auf jeden Fall als nächstes an. So, also ich habe hier jetzt mal ein bisschen die Paletten zusammengeschoben. Ne, die stehen ja ein bisschen auseinander, hups. Und dann schieben wir hier einfach mal ein bisschen die Paletten zusammen. Müssen allerdings auch gucken. Ja, ich sehe schon. So. Weil dann können wir nämlich immer zwei Paletten auf einmal anheben und dann eben in den Kipper rein, in den Strautmann. Ja, ich muss mal überlegen, ob ich das mit dem Gras wieder hier entferne. Ich meine, das war ja alles ein bisschen anders angedacht, aber sudele. Aber es geht. So, dann heben wir das Ganze mal an. Und dann müsste das eigentlich so direkt reinkippen. Na. Jo, hervorragend. Sehr schön. Na. Vorne nicht anheben, mein Freund. So, ein bisschen weiter runter. Wunderbar, das überfüllt er dann automatisch. Das macht es natürlich ein kleines bisschen leichter. Ja, das ist dann so ähnlich, wie wir uns ja auch darauf geeinigt haben, wie wir mit den Ballen arbeiten wollen. Dass wir eben dann zwar mit dem Autoload arbeiten, aber die Ballen zumindest zum Autoload hinbringen und nicht mit dem Autoload das ganze Feld abfahren. So. Wunderbar. Dann bekommen die Schweine noch ein bisschen Futter. Und dann werden wir uns noch ein bisschen Gedanken machen, wie wir eigentlich zukünftig mit diesen gesamten Produktionen umgehen. Denn eins muss man natürlich klar sagen, man kann natürlich das alles ein bisschen vereinfachen. Und auf der Konsole ist das halt einfach so ein Punkt, wo man sagt, okay, wir nehmen jede Hilfe mit, die es gibt. Und wir können natürlich die Produktionen, das Material automatisch verteilen. Das ist eigentlich eine schöne Funktion, muss man sagen. Wenn man eben nicht alles von Hand irgendwo hinbringen will. Zumal, wenn man eben kein Autoload hat. So, das müsste die letzte sein. Genau. Sehr schön. Dann bringen wir erstmal den Glas wieder weg. Und deswegen möchte ich heute nämlich wieder mal zum Händler gehen und etwas einkaufen. So, wo stellen wir denn den Kollegen hin? Haben wir eigentlich für den so einen festen Platz? Nee, gell? So, okay.
Ja, denn wie gesagt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir zukünftig mit den Produktionen umgehen. Wir haben ja jetzt die Molkerei gekauft, wir haben die Getreidemühle gekauft. Natürlich werden wir dann, sobald wir in die Zuckerrohrernte gehen, auch die Zuckerfabrik kaufen. Dann gibt es ja eine tolle Müslifabrik. Also das heißt, es sind auch einige interessante Produktionen am Start. Und natürlich kann man alles hin und her fahren und kutschieren und wird dann vom Landwirt langsam zum Logistiker. Aber man kann sich natürlich das Leben auch ein kleines bisschen einfacher machen, indem wir mit dieser automatischen Verteilung arbeiten. Aber ich möchte das Ganze dann doch ein bisschen, ja, zumindest beim Verkaufen, noch selbst machen. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob wir demnächst dann hier eine Logistikhalle installieren, wo wir eben alle Produkte sammeln. Und dann werden wir mit einem IT-Runner-System arbeiten oder halt mit einem Autoload. Lass mich mal überlegen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was war denn das nochmal für ein Anhänger? Und zwar glaube ich hier unten bei Divers, oder? War er da? Hat er sich da versteckt? Der Krone hier, der Krone Zentrallager. Genau, da gibt es diese Paletten-Autoload-Auflieger, die eben dann auch für diese Zentrallager, für diesen Mod dazugehören, damit wir dann eben entsprechend auch die ganzen Produkte hier verkaufen gehen können. So, er ist soweit fertig. Dann werden wir jetzt nochmal hier reinschauen und ich möchte kaufen den IT-Runner, weil der soll uns auf jeden Fall mal helfen, das Material hier zu verkaufen. So, den ganzen nehmen wir einen kleinen bisschen, ja, Zugmauer glaube ich brauchen wir nicht, aber wir nehmen auf jeden Fall ein bisschen mehr PS, denn sonst wären wir hier an den Bergen nicht glücklich. Jo, dann schauen wir mal, was nehmen wir denn für eine Farbe? Hauptfarbe schwarz, Hauptfarbe vielleicht eher rot. Nee, dieses Rot auf keinen Fall. Ja, das ist so Metallic-Rot, oder? Case, okay. Ach, das gefällt mir auch nicht. Vielleicht dann doch lieber so ein Grau. Naja, ist Geschmackssache, aber ich finde das jetzt einigermaßen neutral. Beziehungsweise, was könnte man denn sonst nehmen? Ja, Pink oder irgend sowas machen wir lieber nicht. Grün. Ja, also das Grün ist doch okay, oder? Das nehmen wir. Dann ist der jetzt erstmal gekauft. Und dann brauchen wir natürlich brauchen wir dann noch den Aufsatz. Und den finden wir auch hier unter Divers. Und zwar gibt es das einmal für die Flüssigkeiten und dann hier natürlich für die Produktionen. Und dann nehmen wir mal einen mit, aber halt nicht in dieser Farbe. So, nehmen wir da auch? Nee, da würde ich jetzt sagen eher rot. Ja, ich weiß nicht. Wir nehmen Grau. So, das Ganze kaufen wir. Und das steht jetzt beim Händler bereit. So sieht das... wo kommt denn der zweite Auflieger her? Wann habe ich denn einen zweiten Auflieger gekauft? Hä? Okay. Okay. Auch nicht schlecht. Naja, macht ja nichts. Weil dann können wir einen Auflieger natürlich auch gleich rüberbringen zur Getreidemühle. So. Ja, das Ganze haben wir mal auf der Zilonka angefangen mit diesem IT-Runner-System. Das fand ich gar nicht mal so verkehrt, weil wir können natürlich diese Autoload-Geschichte direkt neben die Produktion packen. Beziehungsweise wo die Produktionspaletten dann spawnen. Und dann packt er die im Prinzip sofort auf die Palette. Oder beziehungsweise hier auf diesen, ja, wie heißt denn das Ding eigentlich? Was hat denn das für einen Namen? Dumm. Plattform. Auf die Plattform. Okay. So, wir müssen mal schauen. Das Ding hat einen unheimlichen Wendekreis. Das wird spannend. So, dann fahren wir mal zur Molkerei und schauen uns das Ganze mal an, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Denn wenn ich richtig weiß, habe ich ja schon mal spaßeshalber die
Butter verkauft. Nein, nicht die Butter, den Käse schon mal verkauft. Und dann werden wir jetzt nochmal die Butter verkaufen. Denn interessanterweise ist da nämlich genau dasselbe Phänomen. Ich habe dort die anhebbaren Paletten und jetzt spawnen plötzlich die nicht mehr anhebbaren Paletten. Und so richtig weiß ich nicht, warum. So, dann hier hoch. Ja, der hat wenigstens Spouts. Ja, der hat PS. Ich bin ja mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn wir hier mal voll haben. So, da hinten ist eine komische Heckkamera. Die macht es auch nicht leichter. Jetzt kommen wir hier so nicht rum, wie gesagt. Das Ding ist echt gewöhnungsbedürftig. So. Und ich glaube, da müssen wir auch noch einmal zurücksetzen. Container auffüllen. Sehr schön. Das geht auch, indem das Ding hier oben ist. Ja, aber da müssen wir jetzt jedes einzelne drücken. Kann das sein? Und aus irgendeinem Grund will er jetzt nichts mehr auffüllen. Da werde ich jetzt auch nicht ganz schlau draus. Ah, jetzt wieder. So, dann lass mich mal kurz gucken. Ja, jetzt schieben wir hier ein bisschen alles zusammen. Die kann ich noch bewegen. Ja, aber das will er nicht machen. Merkwürdigerweise hat er jetzt welche aufgefüllt. Jetzt füllt er wieder welche nicht auf. Wir lassen mal hier die Plattform herunter. So, jetzt füllt er wieder auf. Okay. Spannend. Dann wieder einhaken, wieder aufziehen und dann schauen wir mal, wo wir das Material verkauft kriegen. Stopp, nicht hier. Wir müssen natürlich hier reinschauen und zwar haben wir jetzt die Butter. Die Butter, die muss hin zum Bauernmarkt. Die bringen wir zum Bauernmarkt, alles klar. Ja, Bauernmarkt ist insofern auch interessant, weil da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Da gibt es zwei Abladepunkte. So, dass die hier nicht angenommen wird, das ist korrekt. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier rauskommen. Ja, da müssen wir rangieren. Das hilft nichts. Dann fahren wir jetzt einmal die Butter verkaufen. Und dann können wir eben mit diesen Plattformen arbeiten und diese Plattformen an jede Produktion ablegen, so wie wir es auf der Zilonka ja auch gemacht haben. Und dann kann er hier nämlich nebenher die Paletten, die Pakete, die Produkte gleich mal hier auf die Plattform packen. Das ist eigentlich sehr, sehr geschickt. Da arbeiten dann die Logistiker sozusagen im Hintergrund. Und beladen dann immer schon mal die Plattformen. Und dann brauchen wir uns die immer nur schnappen, einhaken und dann mit dem System hier einfach zu den Verkaufspunkten fahren. Ja, aber da müssen wir mal schauen, wie wir das hier hinkriegen. Also das Teil ist schon sehr gewöhnungsbedürftig zum Fahren. Ich weiß auch gar nicht, ob es da nicht auch einen kürzeren gegeben hätte. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Weil wir fahren jetzt zwar hier rein. Aber der Verkaufspunkt ist nicht da drin. So, da glaube ich, kommen wir auch nicht. Da müssen wir auch nochmal zurücksetzen. Aber einmal hier durch. Genau, Butter wird hier nicht angenommen. Das ist korrekt, das weiß ich. So, die Butter wird nämlich hier angenommen. Hier ist die Annahmestelle.
für Stückgut. So, da geht's auch schon los und da verschwindet das Material schon. Und wir kriegen ein bisschen Geld. Lasst uns mal schauen. Und zwar 8.100 plus die Umweltbewertung. Hervorragend. Okay, das heißt, wir werden also zukünftig mit dem IT-Runner-System hier auf der Map arbeiten und damit unsere Produkte dann natürlich hier zum Verkauf bringen. Also, ich sage recht schönen Dank. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht hier auf der Alpenmap Neuminibrunn. Ich bedanke mich und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.